das hat mich gleich angesprochen. Also mir schwebt da sowas vor. Wir machen nächsten Sommer im Juli, August 2010 eine Sommerakademie hier an der Uni oder irgendwo und laden Studenten aus ganz Deutschland ein und laden sie einmal eine Woche lang zusammen zu schauen und zu diskutieren und zu lernen, wie gute Medizin sein kann. Wie Medizin sein kann, die einem wirklich so aus dem Herzen kommt, die man gerne macht und die man macht, nicht nur um für Prüfungen zu lernen, wie sonst so oft an Universitäten, sondern ja, die man wirklich mit Begeisterung tun kann. Und welche Eigenschaften lohnt es sich eigentlich auszubilden in der Medizin? Und wir würden gerne am Anfang tatsächlich euch diese Frage stellen: Wofür schlägt euer Herz in der Medizin? Die dürfen das hier einfach studieren. Ich wüsste auch nicht, was ich alles machen würde. Yes, es gibt ja ganz viel Toll. Ihr könnt auch beide machen, wenn ihr wollt. Das ist schon ein bisschen Ränder einzeln. So an der Seite. Also man muss wirklich von der Seite drauf gucken. Aber es ist so gespannt. Das Herz so will. Eigentlich macht man immer von distal nach proximal so. Also egal wie die Richtung des Leitbandes ist. Okay. Mhm. Fängt so an, da ist so ein. Also ein richtiges Querschnitt, wenn man... Ja, so ein Profil, wenn man hier abmähen würde, wenn man von der Seite reinschaut, wie sieht es dann aus? Das ist gut, das ist zu schnell. So, machen wir das mal langsam. Guck mal drauf, bitte. Ganz entspannt. Ja, erstmal hier entspannt, das ist schon ganz wichtig. Die sagt, oh, ich muss einen Arm untersuchen. Okay, Arm, hier. Arm, ja. Gut. Ja. Kaputt, schade. So. Also eine Medizin, die die Spiritualität ausblendet. Ja, die blendet alles aus, was den Menschen gesund macht, wenn er sich geistig betätigt. Eine Medizin, die die Kunst ausblendet. Blendet alles aus, was den Menschen gesund macht, wenn er künstlerisch tätig ist oder Kunst genießt. Eine Medizin, die die Pflanzenheilkunde ausblendet, blendet alles aus, was es traditionell in Tausenden von Jahren an pflanzlichen Heilweisen, Heilkräutern, Wickeln, Auflagen, Bädern gegeben hat. Blendet ein Riesensegment der Heilwirkungen aus. Und so kann man eben weitermachen und kann sagen, wenn ich die psychologische Ebene ausblende, wenn ich die Schulmedizin ausblende, dann habe ich wesentlichste physische Hilfsmittel nicht. Also wenn man den Menschen liebt, muss man ihn in seiner Komplexität, in seiner Allseitigkeit, die er hat, auch medizinisch abbilden. Es geht mehr um den Prozess an sich als um das Ergebnis.
Und das muss dann deckungsgleich sein. Jetzt bin ich zwar draußen, aber da gehe ich dann wieder hin. Und da übt ihr auch wieder diese Umstellkraft, was ich vorher sagte, was diese Ich-Stärkung hat. Es wird nicht mehr lange dauern, dass auch die Menschen im Lande wissen, aus Erfahrung wissen, dass eine Zuwendungsmedizin wirksamer ist als eine Reparaturmedizin. Wer eine Medizin, die in Maschinenbildern denkt und ein Kind der Industriegesellschaft ist, ist der Herzinfarkt ein Pumpendefekt mit verstopften Röhren. Man entwickelt Gerätschaften, Apparate, Medikamente, die diese Röhren wieder durchgängig machen. Aber wir wissen seit aller Zeit schon, dass dieses Konzept gar nicht tragfähig ist. Dean Ornish, Kardiologe, Leibarzt von Bill Clinton, bewies, dass man mit Lebensstilveränderungen, mit inneren Haltungen und Einstellungen Koronarsklerosen rückgängig gemacht bekommt. Das Leben organisiert sich neu und anders. Kann ein normaler Mediziner sich gar nicht vorstellen, dass der Keim weggeht, wenn man besser lebt. Leidenschaftlicher, glücklicher lebt. Integrierte Medizin denkt und handelt anders in der Zukunft. Sie sieht Gesundheit und Krankheit als jeweiligen Zustand in einem Wechselwirkungsgewebe von Gen, wie wir Menschen auf die Welt kommen und ausgestattet sind, Leben, wie wir im Leben wachsen und werden, und sozialer, gesellschaftlicher Kultur. Und in diesem Wechselwirkungsgewebe, wo ich mit guten Kulturen schlechte Gene kompensieren kann, auch das ist heute naturwissenschaftlich belegbar, nachweisbar, ist der Arzt als Macher, als jemand, der Krankheiten beherrscht und das Leben steuern kann, nicht mehr gefragt. Es sind Ärzte gefragt, die der Gesundheit, der Kultivierung von Lebensverhältnissen und Lebenszusammenhängen dienen können und wollen. Deswegen will ich sie verbreiten und allen Menschen geben, die ja. Freude. Gell? Das ist doch schön, wir sind ja da, um Freude zu verteilen. Das war was anderes. Wollen wir jetzt noch gemeinsam zum Abschied ein gemeinsames Juhu schreien, oder? Machen wir das? Ja. Eins, zwei, drei. Juhu! Thank you.
Eins, lass los. Zwei, drei, bitte. Au! Aber das glaube ich Ihnen nicht, dass Sie eine Matscheibe haben. Kann man richtig, ja, kann man es küssen. Schon. Das ist der Küssluftballon. Ja, genau. Achtung. 19. Ein stattlicher Mann schon. Hm? Ja, spielt gerne Fußball. Wirklich? Ja. Festgestellt, dass eben jeder seine eigene Vertiefungsworkshop gewählt hat und da jeder seine eigene Sprache spricht. Also jeder hat da so was, was vielleicht zu der eigenen Muttersprache noch dazukommt, so was gelernt, wie man sich auch ausdrücken kann. Und das Interessante war, dass man miteinander reden konnte. Also ich dachte erst, dass es vielleicht gar nicht möglich ist, dass die unterschiedlichen Richtungen jetzt zusammenkommen. Aber da ich gemerkt habe, dass eine wahnsinnige Offenheit von allen da ist, man kommt ins Gespräch und man blockt nicht ab, wenn man einen Begriff hat, der jetzt vielleicht nicht in mein System passt, sondern man guckt, ja, wo gibt es da Vergleiche, wo kann ich da anknüpfen? Und das fand ich das Schöne, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen, auch wenn wir jetzt verschiedene Ausdrucksweisen gelernt haben. Gehen wir auch? Ich mag deine Clowns-Visage.